Und ein herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal sind wir bei einem schweren Gewitter hier auf diesen Turm geklettert und haben Rüdgessen kennengelernt, der irgendwo da unten nach seinem Prinzen sucht. Und genau da unten wollen wir hin. Ich habe mich allerdings dazu entschlossen, die Kleidung zu wechseln, weil das einfach mit der Kapuze cooler aussieht und B, weil da mehr Rüstungswert drauf ist. Und wir stürzen uns jetzt hier runter. In der Hoffnung, Prinz Rüd irgendwo zu finden. Er soll sich auf irgendeiner Brücke befinden, da unten. Da könnte eventuell Sinn machen. Bist du Prinz Rüd? So. Hey, du da! Hier bin ich! Hier! Und hopp! Sidon, Prinz der Soras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Cool, der freut sich. Ah. Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Ach, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Soras. Oh, weia. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Link? Link, also, ein guter Name. Hab ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen. Wie du dich bewegst, diese Körperspannung. Du bist etwas Besonderes, so viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Ja, doch, endlich schon. Aber ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Soras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas habe. Gut, spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Soras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Ihr seid Soras, müsste das nicht eigentlich voll geil sein für euch? Ich frage jetzt nur. Wir brauchen dich im Dorf der Soras. Wirst du uns helfen? Ich wollte da ja eh hin, also von daher. Aber wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Soras ist so gut wie gerettet. Bitte beeile dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Elektromedizin. Schütze dich vor elektrischen Schlägen. Cool. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Die Medizin ist wohl für Hylianer gedacht. Jedenfalls bringt sie uns sowas nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müssen sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass du auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen erwarten. Ich verlasse mich auf dich. Das ist an sich ein ziemlich cooler Dude, aber dadurch, dass er Prinz ist, ist er irgendwie so ein bisschen überschwänglich. So, bevor wir da hingehen, würde ich gerne, wenn es möglich ist, dorthin. Dort hoch. Das ist eine Kiste. Ich will die Kiste. Dreck. Kack, egal ob der schon liegt, hier wird einfach draufgehauen. Ritter, zwei Hände, 38 Schaden. Nice. Extra voll Schwanz. So. Ups. Das war nicht der Plan. Wahrscheinlich nicht hoch bei dem Wetter, ne? Ja, sieht eher schwierig aus. Wie ist das, wenn wir jetzt nochmal direkt darüber fliegen? Dann könnte das eventuell funktionieren. Wir versuchen das mal. Da ist der Turm. Verzeihung, immer noch erkältet. Ich habe mich schon weggedreht. Ich weiß nur nicht, ob das reicht. Wenn Gegner überfriesen mit Eis. Ah, okay.
Also kann ich denen Bescheid sagen, dass ich Prinz Rüd getroffen habe und der einfach abgehauen ist? Findet er bestimmt nicht so witzig. Ist denn der noch da? Oder? Der ist jetzt auch weggegangen. Na gut. Na gut. So, da wollten wir hin. Sofern das möglich ist. Wir wären dann zu Fuß da hingekommen. Musste ja von hier oben aus fliegen. Das nehmen wir mit. Große Maxi-Rübe. Blutling. Wir müssen das mal rausnehmen. Sensor. So. Und dann machen wir mal gerade noch den Schrein. Da ist ein Fuchs. Da links. Hat er sich einfach vorbeigeschlichen. Na gut. So, ich bin gespannt, was wir tun dürfen. Wie schwierig es diesmal wird. Entschuldigung. Feuerschleime explodieren, nachdem sie besiegt wurden. Ein geschickter Treffer schaltet mehrere Gegner auf einmal aus. Ah, okay. So. Was haben wir hier? Mein Name ist Shaokin. Shaokui. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe, leicht. Ach so, wieder so ein Wächterviech. Im Angriff. Oh Gott. Ich esse mal so ein Rüstungsreisbällchen. Machen wir den. Da. Ich wollte da hinten springen. Das ist jetzt sehr schlecht. So, wieder mit dem Zweihänder. Wächterschwert. Wächterschild. Und Zeugs. Okay. Wir bekommen antikes Zeug. Gut. Eine Kiste und dann noch das Zeichen der Bewährung. Juhu. Frage ist, was ist in der Kiste? Ein Ritterbogen. Ui. Nehme ich doch sehr, sehr gerne an. So. Wenn da Dinge passieren, putze ich mir gerade die Nase. Sekunde. So.
Gut. Aber hat geschafft und wir haben einen coolen Bogen bekommen. Schlamm des Hasses. Ah. Bei Berührung verlierst du Energie. Okay. Merke dir, giftiger Schlamm ist giftig. 12 Schreine haben wir jetzt schon geschafft. Krass. So, wir wollten jetzt, genau, da runter zur Brücke und dann den Weg lang bis nach oben. Ich bin gespannt, was uns hier begegnet. Ja, nehmen wir gleich den Ritterbogen. Ist okay. Lass mal so die Ingogo-Brücke. Das erinnert mich an die Indiegogo-Brücke. Also an die Indiegogo-Band. Aus, aus Majora's Mask. Pfeile, juhu. So. Ist jetzt erstmal noch nicht so schlimm. Hey. Ritterbogen ist schon sehr, sehr cool. Reisebogen. Also für einen Notfall wäre der eigentlich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Dann machen wir den einfach. Reiseschwert. Gut, da wäre auch noch Platz. Sehr gut. Spurtechse nehmen wir auch mit. Tschüss. Kriegen regelmäßig Pfeile, das ist sehr schön. So. Dorf der Zoras? Achso, ist nur Dorf der Zoras. Okay. Dann sind wir ja bald da. So, haben wir die schon mal weg. Ja, ich fühle mich gerade mehr so wie Assassin Link. Mit dem Outfit. Das Schwert ist ein bisschen groß, aber ansonsten. Boah. Alle Kacke auch. Manchmal muss man eben Schaden auf sich nehmen. Hm. Guck mal, da kommt Zeug angespült. Da, warte mal, da ist was. Gerade gesehen. Gerade gesehen. Ein Zitterling. Schützt vor elektrischen Schlägen. Ist ja praktisch. Das ist doch des Zufalls zu viel. Das ist jetzt alles genau so da hängen bleibt. Fische? Okay. Ups. Hm. Gut, also doch nicht des Zufalls zu viel, sondern einfach nur komisch. Gut, dann habe ich den Baum umgelatzt. So, kann ich, macht es zufällig Sinn, eventuell so ein
Steinchen da hochzuschießen? Wir probieren es einfach mal. Oh Gott. Das hat effektiv überhaupt nichts gebracht. Okay. Hey Link? Ach da. Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch mal den anderen Bescheid sagen. Aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbar viele Monster herum. Gib Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen dich. Okay. Okay. Ich frage mich, sind hier überall... Schade, zwei Händler geht langsam in die Brüche. So, wo sind hier denn die fiesen Monstren? Mir ist hier noch keiner untergekommen. Oh, verdammt. Schweineberz. Mach doch nicht solche Sachen. So. Holzpfeile ohne Ende. Womit habe ich das denn verdient? Mist. No, quetsch dich da durch. Quetsch dich durch. Er hat sich durchgequetscht. Sehr gut. So, wo mussten wir jetzt lang? Ich folge einfach mal dem Weg. Beziehungsweise den Wegpunkten. Da hinten ist noch so ein Lager. Da war ein Eichhörnchen. Das Bier, das Eichhörnchen. Okay, offensichtlich hier lang. Bist du Kacke? Sei ruhig. Oh Gott. Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt für eventuelle Medizin gekommen. Ja, in der Tat. So. Nochmal eben was reinhauen hier. Ein paar Trüffel. Ach, toll, wieder keine Waffe. Schnauze. So. Exalfossbogen. Okay, den brauchen wir nicht. Nicht zwingend. Der Typ, der hier runtergefallen hat, ist hat was fallen lassen. So. Wieder der Exalbogen. Okay. Holzpfeilhorn. Gut. Ah. Scheiß Wecker. Halt, ich muss mal eben meinen Wecker ausmachen. Schon auf 7 Uhr. So Mist. Ich muss den 100 Mal schütteln. Bevor der ausgeht. Nee, 80 Mal. Scheiße. War eine blöde Idee. Moment. Mal eben schnell nebenbei Wecker ausmachen. 62 Hammer. Moment. 72. Moment. 79. Ja. So, haben wir geschafft. So. Boah. Fallen gelassen. Achso, was geht auch noch. Okay. So, wie viele Pfeile haben wir jetzt? Ein paar mehr, ne? So. Exhalbogen bringt uns nichts. Da vorne ist noch einer.
wieder normales Geflügel. Wir haben immer noch keine weitere Vogelnuss gefunden. Auch ein Eichhörnchen. Okay, die Kombo mit dem Schwert ist schon sehr cool. Jetzt geht er hoch. Und nicht alles runterfallen lassen. Das hat noch einer. Jeder Schuss eine Überraschung. Okay. Dann mal hier. Was ist das denn? Exhal-Boomerang. Oh, den hätte ich gerne. Irgendwas, das weg kann? Komm. So. Exhal-Schild. Und da was Schlechteres? Exhal-Bogen. Da müssen wir auch noch ein paar haben, die nicht so sind. So. Und da ist noch so ein Steinchen. Und der hat auch noch einen, okay. Ah, Röstbarsch. Lecker. So. Was nehmen wir denn da? Und. Ein Opal. Okay. So. Sind aber auch sneaky. Achso, wir haben keine Waffe. Ne, haben wir doch. Natürlich. Nehmen wir. Na, verdammt, jetzt haben wir wieder. Kein. So. Sie haben immer Holzpfeile dabei. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es wundert mich. So, wo wollten wir lang? Wo waren wir eben? Genau, wir wollten hier durch. Das ist eine Kiste. Bogen, Eichel. Truhe. Soldatenbogen. Ich hab keine Scheiße. So. Sehr gut. Und kaboom. Ist da irgendwas? 10 Holzpfeile. Wie viele haben wir denn mittlerweile? Gut. Wie viele Exhal-Foes haben wir denn noch? Das sind bestimmt noch ein paar. Muss man nur erstmal sehen, die Schlingel. Wo kommen wir denn überhaupt hin? Ah, so weit ist das noch. Rutosee, große Zora-Brücke, Ufer der Träume. Das klingt ja sehr malerisch. Wie soll ich da denn hochkommen? Ich bleib mal hier auf stillen Wegen. So. Achso, wahrscheinlich genau so. Da rum und dann. Irgendwie. Hä? Achso, wir werden hier einmal. Achso, okay. Mist.
Überhaupt nicht verdächtig. Erstbeste Waffe. Oh, nehmen wir mal den hier. So. Ist das eigentlich jetzt so, jetzt mal rein theoretisch? Also macht keinen Sondereffekt. Okay. Nehmen wir alles mit. Und Röstfleisch nehmen wir auch gerne mit. Wir haben zu viel Zeit auf dem Tacho. So. Und einiges an Fisch. Nehmen wir alles gerne mit. Weiter geht's. Brücken sind immer so ein Ort, wo mehr passieren könnte. Da ist noch eine Kiste. Kriegen wir die? Verdammt, was kommt jetzt? Achso. Hey Link! Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ach richtig, da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ich glaube nicht. Danke. Danke. So. Kommen wir da irgendwie rüber? So. Was haben wir hier schön nicht? Das Holzpfeile in so einer Kiste. Da wäre was höherwertiges drin, aber naja. Ungut. Das Geld nicht da war, die Kisten ordentlich zu füllen. Dann sei es so. Aber ich würde sagen, da wir jetzt die Hälfte hinter uns haben, machen wir uns im nächsten Part weiter auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage bis dahin.